Ich widme mich jetzt mehr Schwierigkeiten in der Therapie. Bei den meisten Familien läuft es nach unserer Beobachtung sehr gut bis gut. Das heißt, hier betone ich mehr einen in Anführungszeichen Minderheitenaspekt. Aber ich denke, in jeder Familie kommt das ein oder andere in der einen oder anderen Form im Laufe der Diabeteserkrankung der Kinder auch vor. Das Entscheidende für eine suffiziente, erfolgreiche Diabetestherapie ist und bleibt sicher die Akzeptanz der Erkrankung. Wenn man die Krankheit nicht akzeptieren kann, dann kriegt man von Beginn an Schwierigkeiten. Mit Akzeptanz meinen wir jetzt nicht, dass man jetzt fatalistisch das hinnimmt, ich bin jetzt leider an Diabetes erkrankt, sondern dass man die Chance ergreift, aktiv am Krankheitsverlauf teilzunehmen. Und dafür sind ja auch Energien erforderlich. Und diese Energien sollen meiner Meinung nach in sinnvolle Gleise gelenkt werden und nicht dafür aufgewandt werden, immer zu sagen, ich will die Erkrankung gar nicht haben, ich habe sie auch nicht und dann brauche ich auch keine Therapie mehr. Um zum ersten Mal Herrn Goethe zu zitieren, der sagte, wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zurande. Ich denke, da hat er ganz plastisch dargestellt, wer nicht so gut startet, letztlich wird wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, ein Ziel auch gut zu erreichen. Und das Problem ist, dass Diabetes ja eine chronische Erkrankung ist und in dem Sinne keine Auszeit zulässt. Die Kinder und Familien müssen sich täglich mit der Krankheit auseinandersetzen. Sie müssen Blutzucker messen, die Insulindosis bestimmen und auch noch spritzen. Das ist auch noch ein großer Weg vom Kopf bis in die Hand. Und sie müssen überlegt, reflektiert essen und entsprechende BE-Faktoren einrechnen. Wenn man das mal so aufrechnet, wie oft das so ist, dann kommt man auf ungefähr bei jetzt 6-mal Blutzucker messen, 2200 Aktionen, Insulinspritzen 1500 Aktionen und BE-Faktor bei 3 Mahlzeiten auch nochmal 1200 Aktionen. Also 5000 Mal pro Jahr wird man mit dieser Erkrankung im Schnitt konfrontiert. Dagegen steht, dass wenn Kinder jetzt in Ambulanzen betreut werden, die ungefähr alle 6 bis 12 Wochen kommen, pro Jahr das Betreuungsintervall von uns, in Anführungszeichen Profis, ungefähr 5 bis 9 Stunden ist. Das heißt, eigentlich müssen die Eltern und die Kinder ihre Erkrankung selber managen. Die paar Stunden, die wir hilfreich eingreifen können, unterstützend wirksam werden können, sind meiner Meinung nach wichtig und relevant. Aber Diabetes spielt sich nicht in der Klinik, sondern zu Hause ab, im Alltag. Und dazu ist es wichtig, dass die Patienten und die Eltern, Patienten eben altersgemäß, zu Experten ihrer Erkrankung werden, damit sie weitgehend eigenverantwortlich die Therapie auch steuern können. Und das beinhaltet aber ein anderes Arzt-Patienten-Verhältnis. Also nicht einmal, wie man das vielleicht noch von früher kennt, hier sind ein paar Ältere noch im Raum, da hat der Arzt gesagt, was zu machen ist. Das kann man vielleicht bei einer Akuterkrankung machen, wo man nach 3 Tagen wieder gesund ist. Aber bei einer chronischen Erkrankung mit informierten Patienten liftet sich der Patient. Das heißt, im Prinzip ist man auf gleicher Augenhöhe. Und wenn man dann weiß, dass man 10 Stunden vielleicht im Jahr mit dem Kontakt hat, ist klar, wer eigentlich das Sagen hat, nämlich der Patient letztlich. Das heißt zwar auch, wir als Teams und Ärzte sind mehr Begleiter und Berater. Wir sind nicht die Dompteure der Patienten, sondern nur Begleiter. Und was wir natürlich möchten, ist eine Entwicklungs-, Alters- und individuelle Betreuung unter Einbeziehung sozioökonomischer, psychosozialer Rahmenbedingungen. Wenn jetzt die Diagnosen gestellt werden, und bisher war es ja immer noch so, dass die aus heiterem Himmel kamen in der Regel, sind natürlich die Eltern und hier besonders die Mütter, weil Väter reagieren da etwas zurückhaltender als Mütter,
anfänglich sehr verunsichert. Das geht hin bis zur Verzweiflung, Verstörtheit, bis ich kann das gar nicht haben, weil ich das gar nicht haben will. Im Laufe der ersten 2, 3 Tage löst sich das zum Glück und die Familien sind wieder zugänglich, emotional und intellektuell zugänglich. Bei wenigen kann es aber auch in eine längere depressive Phase überleiten, nach dem Motto, ich kann da jetzt eh nichts machen und was soll das alles? Ja? Da muss man die, denke ich, rausholen. Und was die natürlich sofort haben, über Diabetes hat jeder mal was gehört, auch wenn er keinen in der Familie hat, keinen Erkrankten. Es könnte Folgeerkrankungen geben und auch akute Komplikationen. Und eine schlimme haben die ja gerade erlebt, dass das Kind in die Klinik kommen musste. Bei den Eltern können auch Schuldgefühle auftreten. Also ich habe Schuld daran, dass mein Kind jetzt Typ 1 Diabetes hat oder Krankheitstheorien, die der Realität nicht adäquat sind. Das muss man aufgreifen und ich denke, das kann man sehr gut entschulden in dem Sinne, weil wenn die Eltern schuld wären im Konjunktiv, ganz klar, dann müssten die mal mit ihren Großeltern diskutieren und die auch wieder mit den Großeltern, weil irgendwann hätte sich das dann in die Familie reingemendelt. Und mein dummer Spruch ist immer, irgendwann sind wir bei Adam und Eva und die haben es schon aus dem Paradies rausgeführt. Die ertragen das schon, dass sie das auch noch tragen müssen. Also Eltern sind nicht schuld daran, dass Kinder Typ 1 Diabetes kriegen. Aber auch, das erleben wir zum Glück auch, Familien, die nach einer kurzen emotionalen Krise Optimismus ausstrahlen und das tatkräftig angehen. Und das wäre natürlich für uns der Idealfall. Die kleinen Kinder, ich sage mal jetzt Kindergartenkinder, haben natürlich kein Verständnis für Notwendigkeiten einer Diabeteserkrankung. Auch essen die sehr unvoraussagbar. Mal mehr, mal weniger, mal gar nicht. Aber auch die können sich schon wehren, weil Spritzen und Blutzucker messen ist ja keine schöne Erfahrung. Sie erfahren aber auch, dass sie jetzt eine andere Position haben. Die stehen mehr im Fokus der Familie. Das kann ja auch ganz angenehm sein. Es wird mehr Rücksicht auf die Kinder genommen. Und es kann aber auch sein, dass sie gleichzeitig die Beschränkungen, ja, wir müssen jetzt messen, pass beim Essen auf und so weiter, schon wahrnehmen. Und das könnte sogar im Kindergarten dazu führen, dass Kinder gehänselt werden und sich vielleicht unbewusst sogar etwas zurückziehen. Wenn jetzt die Diagnose kommt, und wir haben ja gehört, mit Frieda wollen wir die Patienten etwas besser darauf vorbereiten, dass es, ich sag mal, nicht so krass, wird mein Sohn sagen, auftritt. Der familiäre Alltag muss neu organisiert werden. Da führt nun jetzt kein Weg dran vorbei. Die Kinder, je jünger die sind, die stehen im Aufmerksamkeitsfokus der Familie, und zwar 24 Stunden. Und das jeden Tag. Erschwerend kommen hinzu häufige nächtlichen Blutzuckermessungen, Klammer auf, woanders ist das Schlafentzug, Klammer zu, könnte man das nennen. Ja. Und besonders die Mütter, die sind wirklich 24 Stunden gefordert oder fühlen sich auch gefordert. Und eben diese ständige Handlungsbereitschaft, jetzt könnte was passieren, ich muss gleich was machen. Gleichzeitig erleben sie aber auch, dass nicht alles, was in der Theorie gut passt, in der Praxis auch so ist bei dem Kind. Das heißt, auch je mehr sie sich anstrengen, sie könnten auch erleben, dass es nicht immer gut klappt. Und das kann schon letztlich auch in eine Überforderung von Müttern hauptsächlich. Väter halten sich nach meinen Beobachtungen etwas vornehmer zurück da. Über Schlafdefizite, Müdigkeit, Reizbarkeit bis hin vielleicht, Sie kennen das Modewort, Burnout führen. Viele Mütter verzichten dann auf den Wiedereintritt in die Berufstätigkeit. Das ist ja ein enormer Eingriff in die familiäre Situation. Bei vielen an sich alltäglichen Gegebenheiten wie Urlaubsplanung, Kinderhort und so weiter können Konflikte auftreten, zumindest ist Regelungsbedarf da. Oder Spontanität geht zurück. Man kann nicht mehr eben meinetwegen zum Friseur gehen als Mutter und sagen, das Kind schicke ich mir eben zur Freundin,
Das kann man machen, da muss die Freundin vorher darauf vorbereitet sein. Auch Kindergeburtstage, die für die Kinder natürlich sehr wichtig sind aus psychischen Gesichtspunkten, müssen kritisch beurteilt werden. Gerade im Kindergarten, dann gibt es Kuchen und so, wie viele BEs sind das wieder, woanders kommt vielleicht schon die andere Kindermutter, oh, dein Kind hat Diabetes, gleich kriegt es eine Überzuckerung und so weiter. Und natürlich wissen auch Eltern, je kleiner die Kinder sind, je länger sie in ihrem Leben Diabetes haben, umso größer ist die Gefahr von akuten und Langzeitkomplikationen. Und das kann natürlich auch zu Beunruhigung führen. Es kann, denke ich, das beobachten wir auch, eben so ein Kluckenverhalten resultieren, also eine Überversorgung, natürlich aus bester Motivation. Ja, die wollen ja das Beste für ihre Kinder. Und oft muss man entgegenwirken, dass der Fokus der Familie oder alle Scheinwerfer der Familie nur auf den Diabetes des Kindes und nicht mal aufs Kind, sondern nur auf den Diabetes fokussiert werden. Und ich denke immer, das Kind ist mehr als nur der Diabetes und die Familien sind auch mehr als nur die Diabeteserkrankung dieses Kindes. Wenn die Kinder älter werden, jetzt vielleicht im Grundschulalter, werden die langsam peu à peu da reinwachsen, diabetes-spezifische Aufgaben zu übernehmen. Es bleibt aber weiterhin ein enger Kontakt mit dem sozialen Umfeld bestehen, weil das Kind ja jetzt vielleicht 8, 9 Jahre ist und auch noch nicht alles überblicken kann. Es kommen so Aufgaben oder soziale Events für die Kinder dazu, wie die ersten Übernachtungen, Klassenfahrten, Aufenthalte in Landschulheimen und so weiter. Das muss alles organisiert werden. Und zwar zusätzlich natürlich. Andere Eltern machen das auch, aber hier muss noch der Diabetes berücksichtigt werden. Das geht dann auch so weit, dass Mütter mitfahren in Landschulheime, weil das nicht anders zu realisieren ist. Also eigentlich zwar auf der einen Seite vielleicht ganz schön, dass man mitfahren kann, aber auf der anderen Seite wieder eine Einschränkung auch. Man kann die Kinder nicht mal eben für 3 Tage ins Landschulheim lassen. Hier erfolgt die Therapiesteuerung weiterhin über die Eltern, auch wenn die jetzt sich minimal schon zurückziehen können. Die sind aber am Handy immer präsent. Also das Handy ist ja in dem Sinne mal jetzt was Segensreiches. Das haben die immer an und die Kinder haben das Handy auch in der Schule mit dabei, sodass sie auch aus der Schule anrufen können. Die dürfen das auch. Ja. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch Familien, die sagen, ach, das klappt gut, wir haben das geschafft, das zu integrieren. Und ich denke, von den Familien können wir ganz viel lernen, wie die das geschafft haben. Was unterscheidet die von Familien, die sich damit noch schwer tun? Wenn die Kinder jetzt noch älter werden, dann werden die natürlich ihre Therapie weiter selber steuern wollen. Die Eltern können sich etwas weiter zurücklehnen. Aber hier, das gilt natürlich für Jüngere auch, bei Sport und anderen körperlichen Anstrengungen müssen die natürlich jetzt wissen und die machen es vielleicht dann auch selbstständig, dass man mal Blutzucker messen sollte oder Zusatz-BEs essen sollte. Es wird längere Abwesenheiten, Tage, Nächte von den Eltern geben. Hier müssen die, und das schaffen die auch, in die Lage versetzt werden, meinetwegen mit potenziellen Handykontakt die Therapie war weitgehend eigenständig zu steuern, zumindest tageweise. Aber die fangen auch an zu schummeln natürlich. Ja, das ist auch klar. Ja. Die sagen, oh, ich habe hier einen super Wert, vielleicht etwas hoch, damit es nicht auffällt, 151. Ja. Und dabei waren 251. Ja. Das wird nicht aufgeschrieben und. Und nach 3 Monaten wundert man sich, wie der HbA1c wohl zustande kommen könnte. Ja. Das ist ja an sich erstmal eine ganz normale Reaktion, denke ich. Ja, das kann man. Ich würde das wahrscheinlich auch machen. Ja. Einmal will ich mich ja selber entlasten und sagen, naja, ich schaffe das schon mit dem Diabetes. Und zweitens natürlich will man den Eltern sagen, hör zu, ich mache das. Ja. Es kann aber durchaus sein, das haben wir auch erlebt. Einmal haben wir so eine Situation
nachdem wir uns das lange im Team überlegt haben und HbA1c wirklich zweimal kontrolliert haben und pipapo, dann aufgedeckt, dass das nicht stimmen konnte. Damit waren wir die Familie los. Also die haben dann den Kontakt zu uns abgebrochen, weil die das war quasi ein Familiengeheimnis, das konnten die nicht ertragen, dass ihr Kind die Eltern so betrügt. So haben die das aufgefasst. Und das muss man auch dann gut überlegen, wie man so eine Situation dann managt im Vorfeld. Weil man will ja dem Patienten nichts Böses antun. Für uns war das eine erklärliche Reaktion, dass die das so machte. Aber in dem Familienkontext war das ein ganz schweres Vergehen offensichtlich. Und wir waren die Bösen, die es aufgedeckt hat. Wer mal in der Pädiatrie ist, weiß, dass Kinder sich nicht nur mit 2 Jahren gegenspritzen werden. Wenn die älter werden, können die das noch etwas heftiger, weil die auch ein bisschen stärker werden. Ja. Auch da muss man, denke ich, flexibel mit umgehen. Und wenn man den HbA1c heute nicht abnehmen kann, vielleicht kann man es in der Woche dann machen. Ja. Da ist dann schon ein bisschen mehr Entspannung dabei. Und was man nicht aus dem Auge verlieren darf, es gibt auch Familien, die jetzt sagen, ja, du machst das ja, dann brauche ich ja als Eltern nichts mehr machen. Und dann geht es in der Regel nicht so gut, weil die Kinder dann überfordert sind in dem Alter. Also das ist schon ein Wechselspiel, wo man ziemlich genau gucken muss, wie viel können die schon und was beobachte ich besser nochmal. Dann kommt natürlich die beliebte Zeit der Pubertät. Und das Schönste war das hier, ja, für mich. Also ich denke immer, man sollte sich mal an die eigene Pubertät erinnern. Ja, ich habe in der Pubertät, da war ich, das war so 1965, 67, ging es in der Republik hoch her. Auch bei uns zu Hause ging es hoch her. Ich habe damals manches Mittagessen sonntags geschmissen, ja, weil mein Vater dann unter Protest auszog. Ich denke, jeder hat Erfahrung mit der eigenen Pubertät. Jeder weiß, dass das auch wilde Zeiten sein können. In der Regel sind es einige wenige Jahre und dann auf neuem Niveau geht das Leben dann meistens etwas ruhiger weiter. Das gilt natürlich auch für Jugendliche mit Diabetes. Die haben allerdings etwas mehr zu leisten, in meinen Augen, nämlich den Diabetes in diesen schwierigen Zeiten noch zu managen. Wenn man sich jetzt mal rekapituliert, was während der Pubertät an sich schon alles passiert. Einmal wird man plötzlich Mann und Frau. Man hat Pickel, die gefallen einem nicht. Das muss man akzeptieren oder man ist nicht so ein toller Typ wie, was weiß ich, Marc Spitz damals. Ja. Die Geschlechtsidentität prägt sich aus. Ja. Das kann zu einer veränderten Realitätswahrnehmung führen. Wir wollen natürlich eine adäquate. Auch sozial verantwortliches Verhalten muss eingeübt werden. Wir werden reifere Beziehungen zu Freunden und zum anderen Geschlecht aufbauen. Letztlich wird natürlich auch die Partnerwahl und das Familienleben umgestaltet, vorbereitet. Emotional wollen wir doch von den Eltern unabhängig werden. Das heißt, wir wollen nach Autonomie streben, uns selbstständig werden, selbst verwirklichen vielleicht. Die Rolle in den Familien verändert sich, Peergroups kommen in den Vordergrund, wir leben in neuen sozialen Kontexten, meinetwegen wir gehen in Vereine rein, gehen in Tanzgruppen rein und so weiter oder in der Schule. Letztlich sollte das doch einmünden, wenn es gut läuft, dass man nach Turbulenzen sicherlich ein eigenes Wertesystem und ethisches Bewusstsein aufgebaut hat, um auf dieser Basis dann die anderen 80 Jahre des Lebens zu verbringen. Und einmal möchte ich noch Herrn Goethe zitieren. Ich denke, die meisten hier sind ja Eltern. Und auch Goethe, der hat ja viele kluge Sachen gesagt, aber das fand ich auch einen ganz klugen Spruch von ihm. 2 Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen. Ja, Wurzeln. Und dann ganz wichtig, Flüge. Ja, wir sollen sie behütet fliegen lassen. Ja. Auch Eltern werden sich während der Pubertät verändern. Ja. Das ist ja ein wechselseitiges Spiel. Wir müssen jetzt die Autonomieentwicklung der Kinder akzeptieren.
ob uns das gefällt oder nicht. Und zwar gerade bei diabetischen Kindern ohne 7-mal oder 10-mal am Tag nachzufragen, hast du schon. Das können die nicht gut haben auf Dauer. Die engen Bindungen, die man gerade zu Kindern mit chronischen Erkrankungen aufgebaut hat, die werden sich lockern. Das heißt, man muss letztlich auch loslassen können. Die Konfrontationen, Probleme, Auseinandersetzungen, die zwangsläufig kommen, die muss man annehmen, aber auch ertragen können natürlich. Es reicht nicht, dass nur der Jugendliche ausflippt. Es gibt auch Eltern, die dann ausflippen. Ja. Und wir werden letztlich unser Kind, das hat sich verändert, auch neu kennenlernen. Und weiterhin haben wir aber doch noch eine Vorbildfunktion, auch für unsere pubertierenden Jugendlichen. Und auch das muss sicherlich nahezu täglich neu justiert werden. Das heißt, bei uns Eltern sind Frustrationstoleranz, aber auch viel Elastizität und Flexibilität wirklich eingefordert. Letztlich vielleicht die Frage, welche Leitplanken brauchen die Kinder noch und wo, noch wichtiger, wo können wir die jetzt langsam zurückbauen? Und das beruht meiner Meinung nach darauf, dass man eine Balance finden muss zwischen Vertrauen, Zutrauen und Kontrolle. Ja, das ist natürlich mit 12 ist vielleicht dieser Aspekt noch ein bisschen im Vordergrund, aber mit 15, 16 sollte es so sein, dass wir denen schon was vertrauen können. Man muss ganz klar sagen, nicht das Kind pubertiert alleine, der Diabetes pubertiert natürlich auch mit. Die Jugendlichen, die wollen schrittweise ihre Diabetes-Therapie selbstverantwortlich übernehmen und auch Lösungen ausprobieren. Das Problem für die Eltern ist vielleicht das Ausprobieren, dass das nicht immer klappt. Aber die Jugendlichen sagen, das ist mein Diabetes. Mit 16, 17 habt ihr nichts mehr mit zu tun, mit 18 bin ich sowieso volljährig und dann mache ich das. Es gibt Familien, da darf mit 17 nicht mehr das Wort Diabetes genannt werden, weil das Kind für sich oder Jugendliche dann unter Beschlag genommen hat. Die Jugendlichen, denke ich, die wollen oder nehmen ihren Diabetes ab Abweichung von einer normalen Entwicklung wahr. Es gibt Konflikte, aber auch Lösungen und Loslösungen von den Eltern. Die ist sicher bei chronischen Erkrankungen ist das intensiver. Wir wissen alle, dass Jugendliche schnell ausflippen können, also eine geringe Frustrationstoleranz erstmal haben und dass sie anfangs vielleicht auch dazu neigen, sich selbst zu überfordern. Und wenn dann Misserfolge eintreten, das kriegen die ja mit, HbA1c geht meinetwegen hoch, dann kann es auch im Rückschluss zu Frustrationen führen. Und das Problem der Jugendlichen ist ja, auf der einen Seite streben die nach Unabhängigkeit, auf der anderen Seite gibt es ein paar Notwendigkeiten der Diabetestherapie, das beißt sich. Und das ist für mich schon ein wichtiger Konflikt, der benannt und gelöst werden muss. Das geht natürlich nur sukzessive, nicht auf einmal. Das heißt, unsere Kids mit Diabetes haben wahrscheinlich einen erschwerteren Weg zurückzulegen, um ihre stabile Identität aufzubauen. Es könnte sein, dass negative Selbstbildnisse gefördert werden. Das ist zu geringeren, ich bin ja krank und die anderen gucken vielleicht schon auf, wenn es nur eingebildet ist, zu geringerten Selbstwertgefühlen und Selbstvertrauen führt. Da ich das aber alles nicht will und in der Familie mich durchsetzen möchte, gibt es wahrscheinlich vermehrte Konflikte. Den Eltern kann man aber ganz beruhigt sagen, ihr habt bald eh nichts mehr zu sagen. Ja, ihr könnt zwar gerne noch Geld überweisen, aber über viel zu sagen habt ihr nicht mehr. Das übernehmen Peer Groups. Ab 15, 16 sind die weitgehend für sich selbst, steuern die sich selber. Das Dumme ist nur, durch die Pubertät gibt es ja auch biologische Vorgänge. Es werden Wachstumshormone, Stresshormone ausgeschüttet. Alleine das erschwert schon die Diabeteseinstellung während der Zeit. Dann haben die ein chaotisches Essverhalten. Die frühstücken nicht mehr, dafür ist die Nachtmahlzeit die Hauptmahlzeit. Ja, die schlafen bis Mittag. Ja, am Wochenende und in Ferien. Ja. Was heißt das für ein Diabetes? Ja? Wann misst man da? Ja. Die
erproben aus und können natürlich die Therapie vernachlässigen. Das kann dummerweise auch ernste Folgen haben. Akutfolgen und Langzeitfolgen. Und für uns sind Jugendliche eine Risikogruppe in der Diabetestherapie. Das muss man ganz klar sagen. Die Folge ist, der HbA1c steigt an. Nicht nur beim Einzelnen, auch in der Gruppe. Ungefähr um 1% im Bundesdurchschnitt. Danach fällt er aber wieder. Aber in der Zeit steigt er erstmal an. Und wenn wir so in der Klinik gucken, welche Patienten kommen mit akuten Komplikationen bei bekannten Diabetes, in der Regel sind ganz oft Jugendliche, die nicht spritzen, nicht messen oder aus dem Bauch mal ein bisschen Insulin spritzen. Es kann sein, dass die sich sogar sozial gehänselt fühlen, sich zurückziehen in ihren Gemeinschaften, ja. Obwohl die meisten erzählen, meine Freunde, Freundinnen, die wissen das alle, für die spielt es keine Rolle. Aber es ist, die Eigenwahrnehmung ist ab und zu ein bisschen anders. Und was sie auch leisten müssen, sie sind jetzt länger weg, fahren mit Jugendgruppen in Urlaub und so weiter. Und da müsste natürlich die Therapie auch laufen. Und die wissen über Diabetes, wissen die alles, ja. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Umsetzung des Wissens. Und viele sehen dann einen Ausweg in der Insulinpumpe. Das ist auch oft sicherlich therapeutisch sehr sinnvoll, denen eine Insulinpumpe zu geben. Aber das Problem ist die Beweispflicht. Die müssen ja ein halbes Jahr beweisen, dass sie die Diabetestherapie vernünftig machen. Und der MDK guckt da ziemlich genau hin und deswegen gibt es schon wieder Schwierigkeiten, weil die das oft nicht schaffen. Dann die Risikobereitschaft, die nimmt natürlich bei jedem zu, auch bei diabetischen Jugendlichen, was Freizeitverhalten angeht, Rauchen, Erfahrungen mit Alkohol, das kann natürlich auch alles sehr konflikthaft sein. Also halt, darf ich mal ganz kurz einfragen, ja? Fragen, wie lange Sie noch in etwa 5 Minuten. Bis wir der Zeit haben? Okay. Das heißt, viele Krisen werden die durchlaufen. Ich denke aber, in der Krise liegt auch die Lüse. Krisen können Chancen sein, wenn man richtig damit umgeht. Unsere Frage ist jetzt für mich, wie können wir Eltern in krisenhaften Zuspitzungen helfen, sie unterstützen? Und ich denke, die Grundeinstellung ist, dass man eine vertrauensvolle Kooperation mit denen eingeht, die natürlich auch zu Ergebnissen führen soll und dass man eine integrative Therapie macht, nämlich nicht nur auf den Diabetes, auf den Zucker guckt, auf die BEs, sondern auch das ganze Umfeld mit einbezieht. Wir vom Diabetes-Team kooperieren unter anderem mit dem Diabetikerbund, machen jetzt, das ist immer eine große Freude bei uns, wieder beim nächsten Diabetes-Camp mit. Und ich habe gehört, nächstes Jahr gibt es auch schon eins, das ist sehr schön. Ich habe schon die Hand gehoben, ja, dass wir da vielleicht wieder bei sein sollen. Die medizinische Betreuung und die diätetische Betreuung brauche ich jetzt nicht groß erwähnen. Das läuft natürlich auch während der Pubertät weiter. Wichtig für uns sind Schulungen, um den Patienten in die Lage zu versetzen, seine Therapie auch selbststeuernd wahrzunehmen. Dazu gehören auch rehabilitative Maßnahmen. Das können einmal die Empfehlung sein, an einer Kinderrehabilitation in entsprechenden Kliniken teilzunehmen. Oder wenn wir meinen, die Mutter ist überfordert oder sehr gestresst, auch eine Mutter-Kind-Kur. Sozialpädagogische Betreuung, das sind ja auch viele Fragestellungen, die da reinspielen, ja, vom Führerschein bis zu familienunterstützenden Maßnahmen bis hin sogar zur Fremdunterbringung vorübergehend. Psychologische Betreuung, ich habe jetzt mal ganz bewusst systemisch davor geschrieben, meint, wir gucken nicht nur das Kind an, sondern wir gucken die Lebensumwelt an, in dem ein Kind lebt. Und besonders werden die natürlich gefordert, unsere Psychologen, wenn die Kommunikation in der Familie
nicht so gut läuft, wenn es da viele Konflikte gibt. Wir kooperieren natürlich mit allen sozialen und erforderlichen Diensten, oft suchende Dienste, Jugendämter bis hin zu Gerichten, wenn es sein muss. Das heißt, in der Diabetesambulanz wird es einem nicht langweilig. Man muss aber ganz klar sagen, wir drohen nicht, sondern unser Fokus ist ganz klar die Unterstützung der Familie. Und das kann auch sein und das kann auch sehr nutzend sein, wenn es wirklich nicht läuft und wir meinen, bei einem HbA1c über längere Zeit, meinetwegen von 12, 13, geht es schon um Kindswohlgefährdung in dem Alter, muss man auch über langfristige Unterbringung in Diabetesinternaten, meinetwegen in Buchenhöhe oder Bad Kösen in Nikolausholz nachdenken oder Apolda. Die Kinder profitieren in der Regel sehr davon, muss man sagen. Die bleiben dort, bis ihre Schulzeit zu Ende ist, auch bis zum Abitur geht das und sie können sogar teilweise auch Berufe dort erlernen und werden dort in Wohngruppen gut betreut. Das heißt, der Fokus liegt auf gemeinsamen Vorgehen. Ja? Und ich denke, wenn wir zusammen vorgehen, können wir die harten Nüsse auch knacken. Und mein Wahlspruch ist immer, man soll sich daran erinnern, ja, dass wir den Diabetes kontrollieren, nicht der Diabetes uns kontrolliert. Und in dem Sinne möchte ich mich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen bestmögliche Gesundheit. Vielen Dank.